Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin ja gar nicht Chris. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hey Fix, was machst du denn auf Chris deinem Kanal? Was ist denn los mit dir? Aber ja, Chris hat keinen Bock mehr und deswegen mache ich jetzt immer den Daily Shop. Deswegen abonniert doch gerne meinen Kanal, erster Link in der Beschreibung und da seht ihr dann immer den Daily Shop. Ja gut, stimmt jetzt nicht so ganz. Leute, ich vertrete heute und die nächsten paar Tage Chris mit dem Daily Shop hier auf seinem Channel. Alles bleibt so, wie es ist. Ich würde mich natürlich trotzdem mega freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Und ja, mal gucken, ob ich das kann. Ihr könnt ja gerne mal mit einem Daumen nach oben zeigen, ob ich genauso gut wie Chris den Fortnite-Shop vorstelle. Und wenn nicht, dann lasst trotzdem ein Like da. Chris freut sich bestimmt. Ja Leute, wir gehen heute direkt in den Item-Shop, meine Damen und Herren. Ihr seht, es ist soweit. Overwatch ist in Fortnite. Wir haben einen brandneuen Skin. Sakria heißt dieser Skin. Und dieser Skin schaut auf jeden Fall so aus wie Mercy von Overwatch. Leute, zockt ihr Overwatch? Ich habe es mal eine Zeit lang gezockt, aber ich zock's jetzt nicht mehr so. Ich muss sagen, auf jeden Fall ein geiler Skin. Mir gefällt hier auch das Gesicht ziemlich gut. Hier so ein Nasenpiercing. Zum ersten Mal, glaube ich, dass ein Skin ein Piercing hat. Bis auf die Punkerin, glaube ich. Und ziemlich cooler Skin. Ziemlich coole Flügel. So richtige Engelsflügel mal, nicht aus Stein. Und auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würde Chris sagen. Glaube ich, oh mein Gott, ich bin so schlecht im Shop vorstellen. Es tut mir jetzt schon leid. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch noch eine neue Spitzhacke und zwar die Tugend-Spitzhacke. Das ist die Spitzhacke. Ich muss sagen, diese Spitzhacke schaut schon ziemlich fett aus. Wird sich natürlich direkt gegönnt. Ich muss mir den anderen Skin auch noch kaufen. Und hier, wir hören mal ganz kurz in den Sound rein von der Spitzhacke. Ja, eigentlich ein cooler Sound. Nicht so laut, nicht so nervig. Ich muss ihn noch ganz kurz kaufen hier, Leute. Vielen Dank, Dankeschön. Perfekt. Und dann kommen wir auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Kein neues Item gibt es heute auf der rechten Seite. Wir haben einmal hier die Aerobic-Assistentin. Kennt wahrscheinlich jeder von euch. Okay, auf jeden Fall cooler Skin. Habe ich mir nicht gekauft. Ich habe mir nur den Dude davon gekauft. Weil irgendwie habe ich ihn nicht so enjoyed hier. Die Haare haben mir nicht so gefallen und so. Aber an sich ein lustiger Skin. Wer es feiert, kann sich natürlich den gerne holen. Dann haben wir hier einmal den strahlenden Stürmer. Der ist so ein bisschen animiert. Ich glaube, das ist einer der wenigen Skins, die animiert sind. Und da seht ihr, bewegt sich so irgendwie eine Art Lavalampe in ihm drin. Flüssigkeit. Ich weiß nicht, mir gefällt die Farben nicht so gut. Aber ja, ist an sich ein cooler Skin, weil es halt einfach ein animierter Skin ist. Aber ich persönlich mag die Farben nicht so, deswegen habe ich ihn mir jetzt auch nicht gekauft, Leute, ihr wisst Bescheid. Kommen wir schon zum nächsten Item und zwar zur Wespe, zum Gleiter. Ein schwarz-grüner Gleiter, wieso auch immer der Wespe heißt. Vielleicht weil so eine Wespe aussehen soll, aber eigentlich ist doch eine Wespe gelb. Wieso ist er dann grün? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier sagen soll in so einem Shop-Video. Feiert ihr den Gleiter? Echt irgendwie nicht so. Aber man kann ihn sich natürlich gönnen. Ich mag dieses Standardmodell leider nicht so gerne. Deswegen, ich weiß nicht, man hat hunderte Gleiter davon. Und ja, muss man sich jetzt nicht unbedingt geben. Kommen wir zu einem der geilsten Emotes, die es in Fortnite gibt. Und zwar zur Lama-Glocke. Oh, mit dem neuen Skin sogar. Und so weiter und so fort. Ich muss sagen, die Lama-Glocke ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Emote. Und kann ich jedem nur empfehlen. 800 V-Bucks, natürlich epic, bisschen teuer, aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Macht mal gut Party mit. Kommen wir zur nächsten Spitzhacke, die heute im Shop ist, und zwar die Geist-Spitzhacke. Ich persönlich spiele die relativ häufig sogar, weil die passt ganz gut zu so schwarzen Skins, zu so dunklen Skins. Ich spiele sie oft mit einem School Trooper zusammen, weil die ist nicht so laut. Hier ist der Soundeffekt, Leute. Im Vergleich zur Sense ist sie halt leiser und die Sense, die ist mir ein bisschen zu laut, deswegen spiele ich öfter sie mit dem Skull Trooper zusammen. Auf jeden Fall eine coole Picke und wir kommen direkt zum letzten Emote heute hier in diesem Daily Shop
Und zwar hier die Punktetafel, Leute. Die Punktetafel zeigt immer random Punkte raus. Also wenn man die aufmacht, kommt immer irgendeine Zahl. Ich würde meinem Daily Shop heute auch 9 von 10 Punkten geben, auf jeden Fall. Und ihr so eine 2. Oh Mann, schade. Leute, ich muss ihn mir kaufen, ich habe ihn letztes Mal verpasst. Richtig nice Skin. Und ja, Leute, das war der Daily Shop. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich mega drüber freuen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Wir sind bald 300.000 Leute. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich verlinke euch jetzt noch ein Video von mir und ein Video von Chris hier hinten. Und bis dann. Tschüss. Und seid nicht so gemein zu mir, okay? Bis dann. Tschüss.